Hallo liebe Freunde der Familienzeit und der Freuzeit. Wir sind hier im Duinrell Camping und Ferienpark zu Gast. Neben den tollen Attraktionen und Achterbahnen ist eins der Highlights das Tiki-Bad. Wir haben heute schlecht Wetter, also von daher genau die richtige Zeit, ins Hallenbad zu gehen, beziehungsweise in den Rutschenpark. Und ob wir uns auf die Rutschen alle drauf trauen und was wir so erleben, das seht ihr jetzt. Viel Spaß! Ja, jetzt? Lauf. So, jetzt warte mal. Da muss da nur eins drin. Nicht mal da. So, und jetzt ich noch. 2, 3. Hier ist es nämlich deutlich moderner, ne? Wenn ich richtig gelesen und gezählt habe, warten hier 21 Rutschen auf uns. Und ja, wir sind jetzt einfach mal gespannt. Wir kennen den Park ja schon aus der Vergangenheit. Und wir fangen jetzt mit der blauen und mit der grünen Rutsche an. Hallo! Oh, hallo, mal ihr zwei. Und es ist sehr laut und kann auch sehr voll sein hier. Schauen wir mal, also im Moment geht es noch mit dem Anstehen, aber es ist sehr laut, wenn ihr mich überhaupt hört. Ne?
Nach Grün und Blau gehen wir auf die Reifenrutschen. Da gibt es auch mindestens drei. Die rutschen wir jetzt durch. Da ist immer ein bisschen Anstehen angesagt. Wenn ihr mich denn überhaupt hört, es ist sehr laut. Der Ton kann immer mal wieder ein bisschen schwanken, weil ich filme ja mit der GoPro und wenn Wasser reinkommt, dann hört sich's manchmal komisch an. Also nicht an der Fernbedienung rumklicken. Das liegt dann an der Kamera. Die schönsten Eindrücke kriegt ihr hier natürlich dennoch, auch wenn der Ton manchmal nicht so ganz so optimal ist. Aber dafür sind wir ja auch im Wasserpark. Jetzt heißt es wahrscheinlich so Viertelstunde anstehen. Solche Reifen ergattert. 20 Minuten sind wir angestanden. Die tragen wir jetzt hier nach oben. Und dann geht es ab durch eine Reifentrichterrutsche. Ab auf die Triton. Auf die Starflight. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß. Und los geht's. Tatsächlich nicht. Ich glaube, sonst darf er fast alles, außer die Klappenrutsche. Die ist, glaube ich, jetzt ab 1,40. Also ein bisschen Angst habe ich ja schon, auch wenn ich das schon kenne. Alter Verwalter. Die hat richtig Bumm. So ein kleiner Kinderspielebereich gibt's auch, ne? Alter,
ist der Kinderbereich kalt. Die Playa. Also warm ist was anderes. Und jetzt hier auf. Ja. Los geht's gleich in ein paar Sekunden. 3, 2, 1 und los. Last but not least bin jetzt gleich dran. 3, 2, 1 und los. Wuhu. Leider auch nicht gut gelöst, dass man da immer durch Kinderbecken durch muss, aber naja. Auch die Mama und der Elias haben da Spaß. Hallo! Hallo! Oh ja! Jetzt kommt der Pelikan. Ihr wart ja mutig. Ja. Wie war's? Cool. Cool. Das war voll schnell. Das hat's gut gemacht.
Irgendwelche letzten Worte zu Kanonenball? Hab nichts mehr zu sagen. Ja. Bis bald. Im Gegensatz zu sonst, gell? Tschüss. Ich wünsche dir ganz viel Spaß, Elias. Wir haben den Reifen vergessen, Mama. Hier gibt's keine. Oh, das ist ja blöd. Dann ist der ja noch lazier. Dieser Lazy River. Naja. Oh nein, eine Höhle. Weiß ja, dass das von der alten Attraktion ist, ne? Ja. Gleich einer durch die Rutsche, schaut mal. Schaut mal, Elias, da flitzt gleich einer durch die Rutsche bestimmt. So, genau, schauen wir mal, wann da einer durchflitzt. So, jetzt kommt gleich einer. So, 3, 2, 1. Normalerweise rutschen die immer zur gleichen Zeit. Aber jetzt kommt bestimmt gleich einer. Jetzt kommt einer. Jetzt. Wuhu. Vielleicht ist es eine Reifenrutsche, oder? Kanonenlei. Trichter, Trichter, Trichter! Thank you.
Tschüssi Mama, viel Spaß! Jetzt kommt sie gleich, die Mama. Da ist sie! Hallo! Und, hey! Wie hat's dir gefallen? Gut? Schüsse fühlt man sich hier, oder? Elias, weißt du, wie man sich hier fühlt? Man fühlt sich hier wie in der Suppenschüssel. Da wird gekocht, wie die Spaghetti. Alter, die geht einfach senkrecht nach unten. Es ist verrückt, wirklich verrückt. Ich hab Angst, aber ich kenne das von früher. Der Badespaß ist jetzt vorbei. Ja Mensch, gerade noch auf der Rutsche, jetzt hier schon zu Hause am Wohnzimmertisch. Ja, okay, hat ein bisschen gedauert, also bis ich hier an den Tisch gekommen bin, weil das Video ist ja tatsächlich schon im August letztes Jahr entstanden, aber war trotzdem spaßig, oder? Was meinst du? Wir hatten doch Spaß auf der Rutsche auf alle Fälle. Ich, Mama und auch Elias. Fazit gibt's an dieser Stelle jetzt gar keins. Wir machen noch ein separates Fazitvideo über Duinrell Wasserpark, über Duinrell Freizeitpark und auch über ein Camping, so als ein großes. Das wird irgendwann bald online gehen. Vielleicht ist es ja auch schon online, wenn du das Video siehst. Schau auf jeden Fall mal im Kanal vorbei. Da sprechen wir dann über alles Positives, aber auch Negatives, was uns im und auf dem Duinrell aufgefallen ist. Von daher bleibt gar nicht mehr allzu viel am Ende dieses Videos, aber eine Sache ist noch ganz wichtig. Ich sag Dankeschön oder wir sagen Dankeschön vielmehr und zwar dir und dir, dass du uns heute wieder begleitet hast im Video und ja, dass du immer am Start bist. Also die meisten von euch sind immer am Start und wenn du neu bist bei uns im Kanal, oder bis jetzt noch nicht immer am Start warst, habe ich einen ganz besonderen Tipp für dich. Gerne abonnierst du dann den Kanal, klickst dann auch die Glocke
Und ja, dann bist du immer live mit dabei. Ist dann auch egal, ob im Freizeitpark, beim Camping, im Wasserpark oder auch auf Kreuzfahrt. Wir freuen uns auf jeden Fall tierisch, wenn du uns dieses kostenfreie Abo schenkst. Fazitvideo, wie gesagt, ist online oder kommt online. In diesem Sinne sage ich für heute Tschüss und du und ihr denkt zum Schluss bitte wie immer daran, die nächste Freuzeit kommt bestimmt. Bis dahin, euer Simon.